der Erlebnisschau Thun Solothurn, wo man die Kinder dazu anregen, selber etwas in die Finger nehmen, selber zu düfteln, zu experimentieren, sodass sie auch Spass bekommen an Naturwissenschaft, an Technik und sagen wir, die Hürden auch ein bisschen kleiner machen. Ich habe ein Spiel programmiert mit den Pfili. Kann man hier so fast wie Schläger auf und runter bewegen. Im Prinzip kann man bei uns am Stand erleben, was passiert, wenn man ein Metall erhitzt. Wir mögen uns vielleicht selber noch erinnern, wie wir noch Kind waren. Und auch dann waren wir neugierig, wir haben Sachen entdeckt, wir haben vielleicht mal ein Töffchen frisiert, wir haben vielleicht mal Fernbedienung daheim auseinandergeschraubt. Und heute, mit den heutigen Geräten, wenn man zum Beispiel das iPhone nimmt, ist es immer schwieriger möglich. Und wir haben hier jetzt eine Welt geschaffen, wo Kinder ihre Neugier ausleben können, ihren Erfindergeist ausleben können und das wieder für sich beanspruchen können. Also ich baue drei Tauen nachher mit diesen Klötzchen und mit diesen Dübeln. Und dann testen wir, ob das stabil genug wäre, um sozusagen ein Erdbeben zu überstehen. So Sachen zu bauen, das gefällt mir. Mir hat es gut gefallen, es hat lustige Sachen gehabt. Das, was ich mit dem Schlüssel anhängt gemacht habe, war lustig. Wir sind eine Unternehmung aus dem Kanton Solothurn, aus dem Schwarzbubenland. Und der Fachkräftemangel, es ist heute nicht mehr einfach, die Jugendlichen in die Briefe hineinzubringen, in die technischen Briefe. Und es geht einfach darum, dass die Jugendlichen bereits jetzt so in einen ersten Kontakt kommen mit diesen Briefen.